Bonusaufgabe 6. Zweifellos verbessern sich deine Fähigkeiten. Platziere die 6 Auflieger auf den markierten Positionen. Bei dieser Aufgabe ist es am besten, wenn du vorausplanst. Doch verbring nicht zu viel Zeit mit Nachdenken, die Uhr läuft. Links unten ist wieder der Schluss. Okay. Ich hätte gesagt, den hier oben in der Mitte nach hier unten, wo gerade 6 steht. Den links dann dort vor unserem LKW. Dann der, der quer steht in front des anderen Aufliegers, gleich in die Lücke unten. Und dann sehen wir weiter. Schon habe ich vergessen, wie wir anfangen. Denn hier oben nach hier unten. Yes. Okay. Let's go! I don't know, wie man das schaffen soll, wenn die Auflieger so nah an der Wand stehen. So, dann machen wir jetzt hier einen U-Turn. Dann parkieren wir hier rechts auf diesem Spot. Wenn das funktioniert. Sollte zumindest funktionieren. Zu weit weg von der Mauer. Du musst da schon spitze hineinfahren. Rechts haben wir genügend Platz, okay. Turn it hard, please. Aber er hat nicht zu hart. Fängt schon gut an. Ich da schon Probleme habe oder zu viel hin und her hantieren muss. Plötzlich setzt das Soundsample aus, okay. Und hier ist es schon wieder. Komisch. Jetzt. Denn hier oben. Oder? Doch, ich glaube schon. Hier oben könnten wir hier einsetzen, wie die Parklücke. Markierung, Parklücke, was auch immer. Da hat es auch genügend Platz, da müssen wir nichts schummeln.
glaube, wenn ich also 90 Grad Winkel parkieren möchte, fahre ich das ein bisschen falsch an. Was ja offensichtlich so nie funktioniert. Aber gut. Ich mach's irgendwie bloß nur noch schlimmer. Ja, sieht nicht so professionell aus. Wäre es besser gewesen, andersrum hinein zu parkieren. Sprich, dass ich mehr auf diese rechte Seite gefahren wäre. Jetzt. Okay. Möglicherweise kommt es gut. Möglicherweise. Oder doch. Sieht plausibel aus, dass es hier trotzdem gut kommt. Gut. Hätten wir den hier oben, der in der Ecke, der gleich eigentlich in der richtigen Richtung schon steht, um den unten zu parkieren, links unten. Vielleicht gibt es hier sogar Silber, wenn ich das möglicherweise schaffen könnte. Who knows? Who knows? Oder den parkieren wir jetzt hier unten? Weil der ja schon in der richtigen Richtung stand. Sollte das ja ein Kinderspiel sein? Allerdings ist es kein Kinderspiel, um hier wieder rauszukommen. Kann ich hier umdrehen? Vielleicht funktioniert das. Ja, dann würde ich schon mal richtig stehen, um den anderen auch hier drüben zu nehmen. Aber wird wahrscheinlich 1000 Jahre. Das wird nichts. Das wird nichts, ne? Dann halt auf die Old Fashioned Art. Ich hätte dann hier drüben wegfahren müssen, ein bisschen. Also wird es leider auch nichts. Aber fast wäre es was gewesen. Geboten. Aber ich glaube, jetzt könnte es gut aussehen. Yes. Okay, den behalte ich für den Schluss, weil das ist recht easy peasy. Einfach geradeaus nach vorne. Den lasse ich für den übrig. Dann haben wir jetzt was noch übrig. Okay. Hm.
glaube, ich mache erst den hier hinten. Den nehme ich vielleicht einfach vorerst hier raus. Ich dann mehr Platz hätte. Ist wahrscheinlich die beste Möglichkeit, dann hier erstmal hier rauszunehmen. Weil der andere steht ja hier schon in der richtigen Richtung. Dann würde ich den jetzt hier abstellen. Juli machen. Einen anderen andocken. Vielleicht schaffe ich sogar noch in Silber. Vielleicht. Aber auch nur vielleicht. Dann den hier nehmen. Passe ich da durch? So. Sollte gerade so gehen. Habe ich ein bisschen wenig Platz gelassen. Den erst da hinten eindocken, also einparkieren. Dort hinten. Den muss ich allerdings umdrehen. Oder ich. Vielleicht genug Platz, um das zu machen. Wahrscheinlich ja nicht. Wenn ich hier einfach geradeaus fahre. Das ist, glaube ich, ein bisschen schwieriger. Könnte machbar sein. Und wird sogar wahrscheinlich machbar sein. Zwar etwas versetzt, aber sieht gut aus. Jetzt den hier drüben noch. Im rechten Winkel um die Kurve. Und dann der letzte. Ich glaube hier komme ich sogar Silber. Aber ich sage jetzt lieber noch nicht zu viel. Vielleicht mache ich ja irgendwie noch einen Fehler. Wenn ich so hineinfahre, wird es schon mal gar nichts. Vielleicht dann schon in die falsche Richtung stehen. Okay, jetzt erstmal rückwärts noch ein bisschen, hätte ich gesagt. Wir hier eine bessere Ausgangsposition haben. Dann wieder von oben schauen. Aber wenn ich den geschafft habe, ist nur noch ein geradeausfahren mit dem rechten Auflieger. Das ist schon. Ich muss wahrscheinlich eher warten, bis das zweite Rad vorbei ist, um einzudrehen. Aber das sieht doch ganz gut aus. Yes. Ich bekomme Silber. Bei der letzten Aufgabe, die am schwersten sein soll. Sei angemerkt. Jetzt kann ich hier bloß rumfahren. Einen anderen Nanoflieger andocken. Und geradeaus. Und dann war's das. Hoffentlich nicht. Irgendwo noch anecken.
oder vorne in die Mauer fallen. Das wäre fatal. We did it. Was? Top Driver, Agent of Caution und Trucking Veteran. Nice. Wir haben es geschafft. Wir haben alle Aufgaben erfolgreich gemeistert. Zwar nicht unbedingt alle auf Silber gemacht, aber auf schwierig ist das unmöglich, finde ich. Ja, somit war es das jetzt, das Spiel, Truck and Trailers. Ich lasse euch hier noch die Credits durchlaufen und somit vielen Dank fürs Zuschauen. Hat Spaß gemacht, war ein bisschen schwierig und die Technik ist jetzt hier noch nicht so allzu ausgereift. Mal schauen, wie es beim Scania Truck Driving Simulator ist. Den werde ich auch noch aufnehmen. Vielleicht sogar mit einer Lenkradcam. Mal schauen. Und somit vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder beim anderen Video. Haut rein!